damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Survival. Ja, es ist aktuell ja noch immer noch nicht wirklich Survival, weil Mobs sind aus. Was prinzipiell aber gar nicht mal schlecht ist, weil, wie gesagt, ich habe halt ja immer noch keine geschlossenen Räume und werde mich aber auch in nächster Zeit nicht darum kümmern. Also ist es aktuell mehr so ein Creative Let's Play, aber mit Survival-Aspekt. Irgendwie so. Und das, glaube ich, gut zusammenfassen. Ich glaube, ich mache jetzt mal gleich was. Und zwar werde ich gucken, dass ich erstens mal das Zuckerrohr hier abbaue. Und zweitens, ich werde mir kurz zwei, drei Schaufeln machen und dann werde ich mal ganz kurz in einem, ja, so gut, so kurz wie es geht halt in einem Bild, wenn ich das hinkriege, warte, einmal ein bisschen Ebene planieren für die Farm, damit wir da halt ein bisschen Platz kriegen. Weil aktuell habe ich ja nicht wirklich viel Platz. Und ja. Deswegen hätte ich gesagt, ich fange dann sofort einmal mit dem Speedbuild an. Und dann, ja, würde ich sagen, geht's los. Bis gleich. So, und da sind wir wieder. Ich hoffe, dass das mit dem Getreide jetzt klappt. Ja. Eine Schafis kommt. Und? Ja.
Halt, stopp. Ey. Yo. Komm. Komm. Ey, yo. Sagst du? Komm. Das andere hole ich gleich ab. Ach, danke. Das wäre drin. Brauche ich zumindest ein zweites. Hi. Ein Interesse an Weizen? Hallo? Doch Interesse an Weizen? Nicht zu deinem Freund. Komm. Hallo. Hallo. Ah. Siehste. Geht doch. Das ist doch ein schönes Schafgehege, oder nicht? Guck mal, die haben sogar einen Baum hier, der noch wächst und See. Doch schön. So, da haben wir noch mehr fertiges Getreide, das ist gut. Weil Getreide heißt im Zweifelsfall erstmal auch Brot. Und Brot ist gut. So. Ich müsste eigentlich auch die Hühner vermehren, aber die will ich ja eigentlich noch umsiedeln. Dann ist das gar nicht so schlau, wenn ich so viele Hühner habe. So, das hier ist doch eine schöne Schafweide. Ich glaube, ich weiß auch, wo ich die Hühner hin umsiedel, weil die sind ja eigentlich ein bisschen nah meinem Haus. Glaubt ihr, kommt da hinten auf den Hügel, kommt eine Scheune, wo da reinkommen. Ah, da hat doch geklappt. Da ist doch ein Haus geworden. So. Das ist doch schon mal ganz gut, dass wir immerhin so weit sind, dass ich auch... ja, warte. So. Zack. Das erste Brot. Erstes Essen quasi. Ist fertig. Ich bin natürlich auch jetzt am Überlegen. So. Zuckerrohr ist da. Das werde ich, denke ich, erstmal für Papier benutzen. Und nicht und für Bücher. Das heißt, ich muss Bücher finden. Weil Verzauberungen sind relativ wichtig, finde ich. Und das mit Kuchen und so kann ich später machen, wenn ich davon über habe. Aber aktuell habe ich halt nicht die Menge, wo ich sagen kann, ich kann auf jeden Fall Kuchen machen. So. Ich habe jetzt sogar schon gefunden, wonach ich eigentlich suchen wollte. Genau, Clay. Ich muss an. Kann ich den ganzen Käse hier auch einsammeln? So. Ich weiß nicht, wieso ich das jetzt so spontan hier doch mitnehme. Aber zumindest ist das schon ein kleiner Anfang der Clay, der hier ist. Sind aber bestimmt noch mehr. So.
Da hinten ist nämlich auch noch mehr. So, aber dann würde ich sagen, ich sammle mal kurz den restlichen Clay hier ein. Ist natürlich auch sinnvoll, wenn es Tag ist und man was sieht. Genau, und den Clay werde ich dann gleich einmal... Ich werde schon mal anfangen, den durchzuschmelzen, weil ich brauche ja unendlich viele Clay Bricks. Das ist halt unfassbar, wie viel ich dann brauche. Und deswegen würde ich sagen, packe ich meine... Ah, hier ist sogar Kohle schon drin, das ist gut. Genau. Schmeiße ich hier noch Kohle nach, dann kann ich nämlich anfangen mit den Clay Bricks. Backsteine zu machen, weil ich wollte ja eine Scheune aus Backstein bauen. Und das wird bestimmt lustig. Da werde ich jetzt gleich mal, denke ich, zwischen den Folgen ein wenig farmen gehen. Und schon mal was anschmeißen. Dann kann ich hier oben irgendwo eine Scheune zu bauen für die Hühner. Weil ich habe keinen Bock, dass sie hier so nah, wie gesagt, bei mir zu Hause rum flattern, weil Hühner sind doch echt ganz schön laut. Und ich bin auf jeden Fall mit meinen Baumaterialien fürs Haus noch lange nicht zufrieden. Also hier muss auf jeden Fall noch bessere Materialien her, weil das sieht echt, naja, relativ schäbig noch aus. Aber gut. Oh ne. Dafür brauche ich wieder einen Crafting Table. In meinem Schlafzimmer einstehen? Natürlich nicht. War so, ne? Ich habe erstmal so Glasscheiben. Der restliche Glas. So ist aber prinzipiell erstmal ganz gut, dann ist es bis ins Außen hin dicht. Ein Dach brauche ich auf jeden Fall auch noch. Ich denke mal, da werde ich überlegen, wie ich das am sinnvollsten gestalte mit dem Dach, weil ja. Weil das ist ja doch ein relativ interessant geformtes Haus. Ich denke, ich werde erstmal eine Flachdach machen. Und dann überlegen, ob ich irgendwann dann einen Giebel draufsetze oder nicht. Aber ich würde sagen, ich leere erstmal meine Taschen aus, damit ich nächste Folge dann Ruhe farmen gehen kann. Ich muss dort anders. Das Eier automatisch. Alles gut, ich fange jetzt erstmal an hier. Eigentlich eine Steinkiste, aber hier packe ich alles aus Holz rein. Die Sticks nehme ich doch mal mit. Brauchen kann. Ich werde jetzt erstmal. Ich hasse eigentlich Unordnung, aber da ich aktuell keine Möglichkeiten habe oder es nicht sehe, dass ich das anders machen könnte. Wird das erstmal so gemacht. Ich muss auch gucken, dass ich auf jeden Fall die Mine eigentlich ein bisschen mehr Holz mit. Also ein Crafting Table. Für den Notfall. Ja. Dann würde ich sagen, bin ich gleich mal ein bisschen in offline am Farmen und damit sage ich dann auch einfach mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.